Radprofi sein, das ist eben, also ich finde, das ist eine spannende Sache, weil man eben als junger Mensch ja so da auch in so einem Sport, in dem man plötzlich Erfolg hat, dass so suggeriert wird, ja, Profi sein ist das Beste, versuch das doch. Ich glaube sogar, die Weltmeisterschaft war mein erstes Nationalmannschaftrennen. Mit 13 habe ich mein erstes Radrennen gefahren, bin halt dann losgestiefelt und habe das Rennen halt gewonnen. Hab 20 Mark abkassiert, eine Armbanduhr und einen Blumenstrauß und war natürlich hooked. Dominik, du kommst an Tausende dran. Dominik, du kommst wirklich an Tausende. Was ist denn das Problem, wenn ich hier auf dem Stuhl stehe? Ja. Super entspannt. Es gibt 1000 Kirschen, an denen man so drankommt. Mm. Vorzüglich. Dann geht's los. Okay. So, liebe Eltern, bis bald. Mama, wir sehen uns. Wir sehen uns. So, vámonos. Hey. Ja. Ja, weil eben bei mir ist ja doch immer die Frage, wie viel Vollgas brauche ich noch? Dass ich nicht die Tour de France gefahren bin, ist mir halt völlig egal, weil ich weiß, dass die Tour de France generell nicht schwerer ist als eine Vuelta oder als ein Giro. Irgendwann Richtung Ende, Mitte, Ende der Karriere habe ich dann auch die erste Therapie mal gemacht. Ich habe eigentlich nicht gefühlt und nicht wahrhaben wollen, dass ich von außen so viel Druck bekomme, dass ich deswegen das Problem hatte, sondern dass ich gefühlt mich selber so unter Druck gesetzt habe, dass ich eben die perfekte Leistung hinkriege, dass ich dadurch eben irgendwie in eine Depression gerutscht bin. Wenn man einmal Schwierigkeiten hat, mit Druck umzugehen, dass einem das später nicht super leicht fallen wird, ist ja irgendwie logisch. Ich hatte nach dieser Profiphase, ich denke, einige Jahre Anfang des Studiums, auch während der Weltreise, wo diese Phasen fast komplett verschwunden sind. Und ja, dann kamen neue Phasen und das war dann einfach ein bisschen schwerer für mich herauszufinden, warum sie wieder kamen. Und wenn man jetzt unzufrieden ist mit sich, dann kommt der Druck ja von innen und dadurch wird man eher noch unzufriedener, weil man ja noch nicht mehr irgendjemand außer sich selbst die Schuld geben kann für seine eigene Unzufriedenheit oder für seine eigene Wertschätzung, die man sich selber nicht gönnen will oder nicht zu teilhaben lässt. Ja. Das ist mein Schlafsack. Achso, an Tarp hast du nicht. Nee, ich habe nur was zum Unterlegen, zum freien Himmel schlafen. Ja, ist auch hervorragend. So, das wäre unsere minimale Polsterung. Ja, gleich einmal Probe legen. Deine Hand. Danke. Wo ich zu dir auf den Stand. Ja. Muss man sich die ganze Zeit messen und gegeneinander antreten, gucken, wer der Beste ist, schwanzvergleichmäßig. Was ist da die Notwendigkeit dahinter? Sehe ich auch durchaus mittlerweile ein, diesen Kritikpunkt. Ich wollte natürlich auch am liebsten 75 wiegen in der Zeit. Ich wollte natürlich am Berg noch mit den 30 Besten mitfahren und nicht irgendwie als 80. abgehangen werden. Ich habe mir immer eingeredet, nee, mir ist egal, was die anderen von mir erwarten, wie viel Druck ich von einem Team oder von einem Trainer oder sonst wen bekomme. Es ist ja, ich will ja selber besser werden, ich will ja selber das Gewicht halten. Wenn du quasi den Sport machen musst, weil du eben, ja, ich will nicht sagen gezwungen, aber angetrieben bist, diesen Sport als absoluter Maximum deiner Leistungen zu erreichen, dann geht Spaß flöten. Und das war bei mir sicherlich auch ein Grund, dass dieser spaßige Junge, der Bock hatte, sich mit anderen zu messen, dann irgendwann den Spaß verloren hat.
In dem Moment, wo er Dominik aufgehört hat, als Profi Fahrrad zu fahren, ist er immer durch die ganze Stadt so hart geheizt. Seine einzige Radfahrzeit war die Zeit zur Uni und zurück. Ja. Und abends auf, auf die Partys. Und es hat ihm viel mehr Spaß gemacht, diese kurzen Strecken auf so einem Schrottfahrrad zu fahren. Und seitdem heizt man nur noch hinter dir her durch die ganze Stadt, wenn man einfach nur normal auf eine Party fahren will. Weil das Fahrradfahren an sich dadurch wieder an Spaß gewonnen hat. Er wird dann halb belächelt manchmal, habe ich das Gefühl, von dem Feld. Dann kommt er mit zwei unterschiedlichen Socken, dann hat er die Fokuhila, dann hat er Trikots an, die er, weiß ich nicht wo, im Second-Hand-Laden gerade gefunden hat. Und die er findet, würden gut jetzt passen für den Tag. Ich habe heute meine Arbeitskollegin, die meint, ja, schicke Hose. Ich hatte die grüne Hose von der Oma an. Jetzt trage ich sie, weil ich da reinpasse. Finde ich auch so spannend, wenn ich teilweise zurückgemeldet kriege, dass ich so rüberkomme, als wäre ich der gechillteste so Dude überhaupt. Und manchmal fühle ich mich natürlich auch so. Aber eben durchaus, wie er gesagt, bin ich das bei weitem nicht immer. Oh, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, du hast jetzt so 5 rum halt, ne? Nacht quasi noch. Und wenn man die Augen zumacht, ist es auch Nacht. Diese Spannung, die dann vielleicht dazu führt, dass man sich nachher eben wertlos fühlt und sogar eben bis zu suizidalen Gedanken, das ist alles, weil man selber seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Ich habe dir das wahrscheinlich einfach zu spät gesagt oder du hast es nicht verstanden, wie ich das meinte, weil es war ja der Druck von außen und du hast daraus gemacht, deine eigene Unzufriedenheit. Auf geht's. Ich lichte den Nebel. Fahr doch mal Fahrrad und spür so ein bisschen in den Körper rein. Was passiert gerade? Welche Muskeln bewege ich gerade? Wo bin ich eigentlich hier? Es ist mega schön. Wirklich so ein bisschen die Gedanken mal abschalten und die Umwelt und sich selbst wahrnehmen. Und deshalb finde ich, muss man halt versuchen, milde mit sich selbst zu sein und seinen Anspruch an sich selbst ein Stück weit runterzuschrauben und zu sagen, ja, ich mache es so gut, wie ich kann. Und jetzt reflektiert man halt und so, war es das Beste für mich? Also ich sage, für mich war vielleicht auch das Beste, dass ich dann nach 3 Jahren da wieder rausgekommen bin und die Erfahrung machen konnte, glaube ich auch. 3 Jahre auf dem wirklich höchsten Level in diesem Sport mitzumachen. Man könnte vielen Leuten genau das beibringen. Ich möchte nicht, dass man gar nicht an sich arbeitet, aber man muss auch irgendwann manchmal genügsamer mit sich sein. Man hat viel weniger Selbstzweifel dadurch. Und ich glaube, daran musst du vor allen Dingen noch irgendwann mal arbeiten, dass du nicht so hart mit dir selber bist, sondern, bin ich dabei. Ich weiß, sondern irgendwie halt auch manchmal denkst, ach komm. Ja. Jetzt drehen wir um und fahren locker zurück.